Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe den Marc mal wieder mit dabei und wir sind heute bei Dirt Masters in Winterberg. Das ist mein erstes Bike Festival überhaupt. Wir nehmen euch mit. Ich bin sehr gespannt. Let's go. So ihr Lieben, wir sind jetzt angekommen am Gelände. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir da waren vom Parkplatz aus. Aber jetzt gehen wir mal hier einfach durch die Expo durch. Mal sehen, was es alles gibt. Bisher habe ich nur Essen gesehen. Aber eigentlich geht es ja jetzt erst los. Also als ich über diese Expo gelaufen bin, habe ich mich so ein bisschen zurückversetzt gefühlt in die alten FIBO-Zeiten. Aber dennoch ist es irgendwie anders. So, die Menschen sind einfach ein bisschen anders drauf. Nicht so oberflächlich, habe ich das Gefühl, wie auf einer Fitnessmesse. Und die Stimmung allgemein war einfach super schön auf diesem Festival. Also ich habe echt wirklich nichts zu beanstanden. Und man muss noch dazu sagen, eigentlich mag ich große Menschenmengen wirklich nicht. So Leute, wir laufen gerade hier die Jumpline runter. Ich habe die das erste Mal jetzt von außen gesehen. Und ich muss sagen, sind schon monströs. Die Sprünge, also echt nicht ohne. Wir laufen jetzt runter zur Slopestyle Area und dann haben wir uns mal alles angeschaut. Waren dann auf der Expo Slopestyle, da muss ich gleich mal den Timetable abchecken, was so abgeht, weil ich will natürlich auch ein paar Sachen sehen, vor allem ein paar Rennen und so weiter. Ich habe schon richtig Bock auf Biken jetzt, wo ich hier bin. Und schaut euch das mal an. Dann jumpst du einfach darüber. Also das ist schon echt eine Ansage. Jetzt weiß ich auch, warum vorne direkt der Einstiegsdrop ist, damit die Anfänger da schon mal direkt nicht reinfahren. Das Ding ist, den Drop kann ich jetzt. Das heißt, eigentlich könnte ich auch mal die Strecke antesten. Aber naja, wir gehen jetzt runter zum Slopestyle, zeigen euch da mal ein bisschen, wie es abgeht. Das Kid for my wins, I need my hands. This life is real, if they pretend. Came off the bench, I get it in. I get it in, I get it in. Kid for my wins. So Leute, ich bin gerade auf der Suche nach einem schönen Spot an der Downhill-Strecke. Ich glaube, die Kids oder Junioren fahren gerade. Ist noch nicht so ultra schnell, aber mich interessiert halt besonders, wie krass sieht da wirklich die Strecke aus und wie schnell fahren die Jungs da runter. Deswegen latschen wir jetzt mal hier runter und suchen mal einen Spot, wo man gut stehen kann. Für die Downhill-Rennen habe ich mich wirklich eigentlich am meisten interessiert, weil ich sehr gespannt war, wie die Strecke aussieht und weil ich vielleicht eines Tages irgendwann mal selber sowas mitfahren will. So Leute, wir laufen wieder hoch vom Downhill. Ich muss sagen, so Downhill zugucken, finde ich persönlich jetzt gar nicht so krass spannend. Also schon, wenn man sich anguckt, wie die Fahrer halt fahren, aber irgendwie würde ich dann doch lieber die Strecke irgendwie selber fahren. Wir gehen jetzt kurz was snacken irgendwo und nochmal über die Expo drüber so ein bisschen und dann rüber zum Slopestyle Area, weil da startet gleich Whip-Off. Ich bin kaputt vom Berg hochlaufen. Yeah!
Leute, das war Winterberg Dirt Masters 2021. Ich muss sagen, es war cool, mal so ein Event kennenzulernen, aber so jetzt den ganzen Tag sich das reinziehen, finde ich tatsächlich gar nicht mal so geil, weil ich will dann einfach nur selber die ganze Zeit Fahrrad fahren. Aber ich frage jetzt nochmal den Marc, solange er noch an meiner Seite ist, und frage den mal, wie es ihm so gefallen hat. Also ich kann halt auf jeden Fall unterschreiben, was du sagst. Ich habe auch übelst Bock gekriegt, selber zu fahren. Komischerweise auch bei dieser Whip-Off-Geschichte habe ich voll Bock gekriegt zu fahren, obwohl jeder weiß, dass ich das niemals hinkriegen würde. So. Aber insgesamt fand ich halt geil, dass man sich so ein bisschen als Teil der Szene gefühlt hat. So. Das ist so ein richtig cooles Zusammengehörigkeitsgefühl und alle waren chillig drauf. Und Daumen hoch! Ja, das auf jeden Fall. Also auch mal so einfach so ein bisschen in diese Szene nochmal reinschnuppern, nicht nur einfach in Parks und Trails unterwegs zu sein. Ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Und Marco und ich haben uns das Ziel gesetzt, auf jeden Fall nächstes Jahr irgendwann über dieses Whip-Off-Ding, das große Table, was die ganze Zeit gesprungen sind, da mal drüber zu fahren. Safe, Mann, safe. Und man munkelt auch so, dass da so ein bisschen mal Bock ist, ein Enduro-Rennen oder sowas mitzufahren. Aber dazu erzählen wir euch dann mehr, wenn es soweit ist. Bis dahin, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr das nicht schon sowieso gemacht habt. Schaut bei Marc mal vorbei, lasst da auch ein Abo da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, Leute, macht's gut. Ciao. Wir quatschen mal anders nochmal da in Ruhe drüber. Vielleicht, wenn wir das nächste Mal zusammen fahren gehen. Da oben geht auch voll die Party. Okay, Leute, haut rein, macht's gut. Eigentlich wollte ich.